Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Nein, nicht ganz richtig. Ich würde sagen, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Und wir sind hier in City Skylines 2 im Hintergrund unsere schöne Industrie. Wir sitzen hier aktuell in unserem Krankenwagen, der trotz Blaulicht sich hier ganz fleißig in den Stau stellt. Alle Autos fliegen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist oder ob nur meine Autos abheben. Es fliegen auch nicht alle Autos, sondern das Auto hier hinten fliegt beispielsweise. Das Moped ist wieder so einigermaßen am Boden, das Auto irgendwie auch. Aber der Kotflügel geht irgendwie mit hinein, aber hier geht irgendwie nichts weiter. Aber gut, was will ich euch damit sagen? Alles hat eine Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich werde mit meinen zwei Projekten, sowohl hier City Skylines 2 als auch Farming Simulator 22, vorerst aufhören. Das hat ja, spezielle Gründe, da ich einfach nicht mehr die Freude an dem Spiel habe, um euch die so rüberzubringen, dass ich sage, die lohnen sich für die Aufnahmen. Wie soll ich sagen, ich spiele City Skylines 2 bestimmt das ein oder andere Mal privat, aber wirklich nur, weil ich das ein oder andere Mal austesten will und nicht um eine Folge auf die Festplatte zu klatschen. Steht ihr, wir stehen hier im Stau, die von links düsen durch, nur der, keine Ahnung, dieser beige da vorne, der bewegt sich nicht, der will nicht weiterfahren und somit geht unsere Spur hier auch nicht weiter. Die stehen hier alle auf der Straße und irgendwie alles geht nicht weiter. Ich weiß, diese Probleme haben nicht nur ich, sondern auch viele andere Spieler. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie sage, das ziehe ich jetzt von Folge zu Folge weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Weil so die großen... Er ist weitergefahren. Und jetzt gibt es wieder Stau. Aber die großen Knaller in diesen Folgen bleiben einfach aus. Und ich will euch das einfach ersparen, da einfach, ja, solche Folgen anzuschauen. Das ist nicht mein Ziel meines Kanals gewesen. Und soll es auch nicht sein. Ich würde gerne, oder besser gesagt, ich habe in den letzten Tagen, jetzt gibt es aber Gas hier, eine andere Kategorie an, andere, würde ich nicht sagen. Es ist auf alle Fälle ein, jetzt hat das Blaulicht ausgeschaltet, ist der Patient wohl gestorben, oder ist jemand anders hingefahren. Ich werde meinen Kanal, was die Spiele angeht, ein wenig verändern. So, jetzt dreht er wieder um. Ich möchte ein ganz spezielles Spiel, was ich, wo ich relativ spät jetzt angefangen habe, aber ich wahnsinnig privat gesuchtet habe, würde ich gern als Let's Play mit euch starten. Und das wird Satisfactory sein. Ich weiß, das Spiel gibt es schon ewig in Early Exit. Gibt es das achte große Update. Viele YouTuber haben schon tausende von Stunden darin verbracht. Und aber ich muss sagen, ich habe es jetzt Ende Dezember das erste Mal gespielt. Durch Zufall und bin so dermaßen in dieser Jahresendzeit an diesem Spiel hängen geblieben, dass ich nur 20, 30 Stunden privater Spielzeit da waren. Also ich habe wirklich meine Folgen fertig gemacht für euch und habe dann die restliche Zeit
wirklich Satisfactory gespielt. Und ich bin noch lang kein absoluter Profi, was dieses Spiel angeht, und werde es auch nie werden. Aber ja, ich würde es gern spielen, weil es mir Spaß macht. Und genau das sollen meine Videos widerspiegeln. Und vielleicht wird der ein oder andere Abonnent sagen, interessiert mich gar nicht, dieses Spiel ist mir zu langweilig. Es wird eventuell dann als Alternative oder als zweites Spiel für den... Ups, jetzt ist hier mein Auto verschwunden. Alternative in meinem vielleicht Timberborn als zweites Let's Play gestartet werden. Das muss ich aber erst noch schauen. Aber so schaut nun die aktuelle Situation aus. Ich würde gerne heute, ja wie gesagt, heute wäre ja das Let's Play von Cities Skylines 2 rausgekommen. Eine neue Folge. Und ich würde das dementsprechend jetzt einfach mal nutzen, um zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am, ja, eventuell Samstag schon mit der ersten Satisfactory-Folge. Und dann sehen wir weiter, wie es mit dem Kanal weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Vielleicht finden wir die einen oder anderen mit Abonnenten, die sagen, hey, Satisfactory finde ich cool. Würde mich freuen. Ich weiß, vielleicht werde ich die einen oder anderen verlieren. Aber das ja, ist halt nun einfach so in diesem YouTube-Geschäft. Nicht jeden Abonnenten kannst du zu 100% zufriedenstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich betreibe hier YouTube als 47-jähriger Familienvater von 3 Kindern und bin eh schon froh, dass ich Zeit finde, um meine 2 Videos im Monat zu machen. Und dementsprechend muss ich sagen, würde ich dann schon gerne Spiele machen, die mir auch Spaß machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir Farming Simulator 22 keinen Spaß macht oder auch hier City Skylines 2 keinen Spaß macht. Es sind solide Spiele, aber aktuell ist bei mir bei diesen Spielen einfach die Luft raus. Dieser Farming Simulator, so toll die White Farm war, aber irgendwie ist da die Luft raus. Irgendwie ist da, ich bin da nicht vorangekommen und ja, vielleicht passiert es mir bei Satisfactory das genauso, aber ich würde es gerne ausprobieren und ich wollte es jetzt euch nicht vor vollendete Tatsache stellen, sondern wollte euch dementsprechend mal drüber informieren. Und sage Dankeschön. So, hängen wir uns mal hier dran fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play demnächst hier auf dem Kanal. Bis dann, der Papi. So, und hier bin ich nochmal schnell. Jetzt haben wir natürlich das Wichtigste vergessen. Wir, was heißt das Wichtigste? Wichtigste war ja eigentlich die Ankündigung. Aber was ich euch noch verraten wollte, ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage auf meinem Kanal getätigt, ob oder wie eure Wünsche ausschauen würden, was Facecam angeht, ja oder nein. Und da haben fast 70% gesagt, ja, bitte mit Facecam. Und lasst mich mal kurz schauen, was es dann tatsächlich waren. Moment. Es waren 67% mit Facecam, 11% ohne Facecam und 22% waren, ist mir egal. So, da 70% doch eine Hausnummer sind, ja, werde ich ab sofort in meinen Let's Plays mit Facecam spielen. Die ersten Folgen könnte jetzt sein, dass die noch ohne laufen, aber demnächst gibt es dann
Let's Plays mit Facecam, wenn es natürlich das Spiel zulässt. Also das ist natürlich dann dem Spiel gepflichtet, ob es eine Facecam gibt oder nicht. Aber bei Satisfactory sollte das jetzt am Start erstmal kein Problem sein. Wir werden schauen, wo man die Kamera hinschieben. Ich denke mal rechts unten irgendwo hin. Aber wir werden dann mal in den ersten Let's Plays sehen, wo sie am besten hinpasst. Und dann schauen wir weiter. So, das war es jetzt aber wirklich endgültig. Bis demnächst, der Papi.